Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Grundschule, die hat ein Logo. Da sind drei Kinder drauf und aufgrund von Zöpfchen und Kleidchen assoziiert man zwei Mädchen und einen Jungen. Und im Elternchat wird das als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Und deshalb wird diskutiert, wie man das Logo ändern könnte. Und zwar so, dass es einen Jungen, ein Mädchen und einen geschlechtlich unbestimmten, beziehungsweise eine geschlechtlich unbestimmte, also ein unbestimmtix oder ein unbestimmtröd zeigt. Und das ist keine Idee der Schulbehörde, das sind die Eltern. Ich fürchte, das ist symptomatisch. Nicht die Schule ist bei uns das Problem, das wird oft falsch gelesen. Es sind die Eltern. Die Eltern sind die eigentliche Bildungskatastrophe. Die fahren... Die fahren ihren dysfunktionalen Pumuckl mit dem Lastenfahrrad bis ins Klassenzimmer und erklären dann dem Lehrer, was heute gemacht werden soll, nämlich nichts, weil Pumuckl hat schlecht geschlafen. Kein Wunder, dass da am Ende Leute aus unseren Schulen rauskommen, die jede Anstrengung als Störung der Work-Life-Balance betrachten und Kommasetzung für Raketentechnik halten. Wir leben in einer seltsamen Welt. Die 16-Jährigen kommen heute in Klamotten in die Schule, die man früher zum Pornodreh angezogen hat. Und wenn der Lehrer verstört hinguckt, wird Sexismus gerufen. Es sind seltsame Zeiten. Sind wir jetzt Brüde oder geht alles? Und woher soll man wissen, wann was? Ja, schon in meiner Jugend sprachen die Alten ja von sexueller Verwahrlosung. Das kann ich nicht bestätigen. Ich fand's prima. Das war... Ne?